In der Techno-Szene. Ganz großen. Als DJ von Mega-Tanz-Events machte er sich ebenso einen Namen wie als Produzent und Solokünstler. Im Laufe von über einem Jahrzehnt wurde Sven Fett zu einem Markenzeichen, einem Brandmark, das in der deutschen Techno-Landschaft seinesgleichen sucht. Jetzt erscheint sein drittes Soloalbum Fusion, eigensinniges DJ-Food vom Feinsten. Heute in Jam Sven Fett über die verschlungenen Wege zu seinem Status als unumstrittener Techno-Papst. Geboren am 26.10.64. Als DJ sorgt Sven dafür, dass Frankfurt neben Berlin zum Techno-Mekka avanciert. Daneben widmet er sich seiner Solo-Karriere. Heute ist Sven Fett prominenter Techno-Guru, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für perfekte Beats per Minute und brodelnde Tanzböden. Der Weg dorthin führte für ihn direkt durch sein Elternhaus. Früher war ich ein Heavy-Metal-Fan, also so ruhig. 13, 14 war. Und da ging es dann freitags immer ins Jugendhaus. Und da war dann schwer Headbanging angesagt. Bis dann irgendwann mein älterer Bruder, mit einer Chick-Platte nach Hause kam. Und Rapper's Delight, damals Sugar Hell Gang. Und diese Grandmaster Flash in die Richtung. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Was ist das? Was hört sich irgendwie nicht schlecht an? Was macht man auf diese Musik? Und dann hat er mich mitgenommen mal sonntagmittags zum Tanztee. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und da fand ich das irgendwie alles ziemlich klasse. Und kurz danach hatten meine Eltern eine Diskothek aufgemacht in Neu-Isenburg. Und ja, da war das eigentlich schon irgendwie unter Dach und Fach, das Thema. Und ich habe mich dann der Dance Music, sage ich mal, damals Disco von Barry White über Diana Ross und. Das war dann irgendwie mein Sound gewesen, da bin ich dann mit groß geworden. Für mich war das Tanzen dann ein unwahrscheinlich was ganz, ganz wichtig ist und was ganz heilig ist, jedes Wochenende irgendwie richtig zu tanzen. Und bis mich dann 1981 meine Mutter gefragt hat, ob ich nicht dann auch auflegen möchte. Und das war dann für mich der nächste Schritt quasi. Also dann habe ich dann auch Diana Ross gespielt und Michael Jackson und was man damals so gespielt hat. Schon bald legt er auch in seiner Stammdisco, dem Dorian Gray, auf. Extravagant gekleidet, stilisierte sich schon früh zum Szenehecht. Also ich war ja richtiger New Romantiker damals. Und da hat es natürlich dazugehört. Trüchen Blusen und Make-up und Ringe und das hat mir auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen, mich zu verkleiden und eine Maske aufzuziehen. That's what I call satisfaction. Das hat mich eigentlich so die letzten Jahre auch immer begleitet. Von der Love Parade, von Kostümen bis hin irgendwie, ja, dass ich mich auch in Videos mehr verkleidet habe und ja, es macht Spaß, in andere Kostüme reinzugehen. Also sich mal in eine andere Haut irgendwie reinzusuhlen. Während Sven Fett beginnt, auch im Vogue aufzulegen, entfernt er sich immer weiter vom Disco-Mainstream. Er schließt sich mit den späteren Snap-Produzenten Michael Münzing und Luca Ancelotti zusammen und will einen eigenen Song aufnehmen. 85 auf Ibiza im Pascha. Da ist ein Song gelaufen damals vom Stan Ridgway, Salesman. Und das war quasi der Auslöser, wo wir gesagt haben, alles klar, das probieren wir jetzt auch irgendwie in mein Studio zu gehen und einen Track zu machen. Wir waren eigentlich ein Dreiergespann. Luca, Sven und ich, wir waren eigentlich meistens zusammen. Wir haben die erste Platte von Sven zusammen produziert, Bad News. The world is full of dangerous businessmen and thugs. You can trust them day and night, they know what's best for us.
You get a 6-day warranty for everything they sell. Unter dem Projektnamen Off ist Sven Veit der erste deutsche selbstvermarktete und produzierte DJ. Damals war das alles noch anders, da gab es noch nicht irgendwie die Cubase und Computer, da war das alles noch, musste alles noch irgendwie eingestartet werden mit Maschinen und synchronisiert werden und. Und da haben wir uns damals halt unsere Kohle zusammengeschmissen und haben uns ein Studio angemietet und sind im Studio und haben den ersten Song produziert. Bad news, bad news. Bad news, bad news. Kurz darauf später kam eigentlich schon Elektrika Salsa, was eigentlich ein Riesenerfolg wurde, was in Europa überall Top 2, Top 3, Nummer 1 war. Und wir hatten zu der Zeit, glaube ich, beide Projekte gleichzeitig in den Charts. Also das hat hier schon einiges Kopfstehen bei der Branche erreicht, weil wenn da zwei Leute zwei Titel in den Top 10 haben, von denen du nie vorher was gehört hast, das war schon irgendwie was Neues. Ja, und dann auf einmal ist es losgegangen. Ich weiß auch nicht, ist auf einmal abgefahren, der Zug. Dass ich auf einmal ein Popstar war mit meinen 21 und war nur noch am Rumreisen, ganz Europa. Elektriker, Salsa. Elektriker, Salsa. Elektriker Salsa hat weltweit Erfolg. Auf Tourneen durch Europa und Südamerika verbreitet Sven Veit den Sound of Frankfurt. Ja, da war ich erst mal 2 Jahre auf Achse. Elektriker Salsa irgendwie, ich konnte es dann auch nicht mehr hören, wenn man das irgendwie jede Woche irgendwie 3 oder 4 Mal singen muss, dazu performen muss. Naja, und das war nicht geplant, kann ich mal sagen, dass es so abgegangen ist. Elektriker Salsa, yeah! Elektriker Salsa. Gleichzeitig legt Sven Veit immer noch in Dorian Gray auf. Als genauer Beobachter der elektronischen Underground-Szene stürzt er sich inzwischen auf alles, was aus der belgischen Ecke kommt. Ende 87 hatte ich das Dorian Gray dann so weit, dass es irgendwie ein richtiger Techno-Schuppen war. Also ich war damals schon irgendwie so der Pionier, der das auch wirklich gespielt hat in den großen Clubs. Wo sie alle gesagt haben, Sven, du spinnst total. Was machst du hier? Und ich hab mich irgendwie so berufen gefühlt, irgendwie die Musik zu spielen und das zu kreieren, das zu machen. Und es war ja auch super. Und damals halt ziemlich alleine, sage ich mal. Damals in Frankfurt gab es auch den Talla. Talla, ebenfalls Mitbegründer des Sound of Frankfurt, ruft den Techno-Club ins Leben und erfindet Trends wie After Hours oder Flyer. Am Anfang waren halt Leute wie Michael Münzing, wie Sven Veit, wie DJ Duck und die ganzen Jungs, ich natürlich auch. Und wir waren einfach alle da und haben uns für die Musik begeistert und haben irgendwie das Ding gestartet. Ich meine, selbst durch auch Tarnet zum Beispiel, der ist ja in Berlin auch eine Größe, ist, kommt auch aus Wiesbaden, kommt auch aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also es ist irgendwie, und die Jungs, Max und so bei der Westbam, die kommen ja aus Münster, also die haben sozusagen sich Berlin gegriffen und haben da angefangen, ihren Sound zu machen. In Berlin entsteht ein etwas härterer Electronic Sound, während Frankfurt eher auf House einschwenkt. Die Entwicklung rast und das Projekt Off klingt bald überholt. Kam dann an den Punkt irgendwo, wo ich gesagt habe, okay, noch ein zweites Album, machen wir das Beste draus. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ja, für mich so. Ich fange nochmal von vorne an, habe ich gesagt. Ich fange nochmal das Produzieren an und habe mir damals mit Matthias Hoffmann ein kleines Studio dann aufgebaut. Und alles immer von vorne angefangen irgendwie. Und jetzt gar nicht so hitmäßig irgendwie so drangegangen, sondern einfach Musik gemacht. Das Entstehen der Techno-Bewegung in Deutschland, die Frankfurter Szene und die Solo-Karriere von Sven Veit. Das alles im nächsten Teil von Jam. And kick the cake, step by step. Your moves so quick, step by step. Like a lunatic. Jam.
In Deutschland entsteht Mitte der 80er Jahre eine Clubszene nach neuen Prinzipien. House ist der Sound, stundenlanges Tanzen und DJs als Stars gehören ebenso dazu wie extreme Lichteffekte und genormter Rhythmus. Ich glaube eher, dass es in diese richtige Clubkultur, dass sie in England losgegangen ist. Ja. Und das war damals, wo die ersten Raves irgendwie angesagt waren, Sunshine und wie sie hießen, in England, das war 88, 87, 88, wo es alle total, wo das Raven auf einmal angesagt war. Und das hat dann so langsam rübergeschwappt, auch nach Deutschland. Mit Münzing und Ancelotti eröffnet Sven Veit das Omen, einen Club, der dem neuen Trend Rechnung trägt. Es war so eine Aufforderung zum Tanzen, dich gehen lassen, rauszulassen. Und das haben wir natürlich im Omen mit in erster Stunde, sage ich mal, haben wir mitgemacht, mitgespielt, mitgefeiert und auch zu der Zeit auch schon wieder Sachen produziert, die auch in diese Richtung gegangen sind. Ja, das war damals so zur ersten Stunde, also es war ein wahnsinniges Gefühl, irgendwie den ganzen Laden zu sehen, der total auf einmal super ausflippt auf die Musik, weißt du, was du früher nicht so extrem kanntest, ja, dass auf einmal der ganze Club irgendwie schweißtreibend irgendwie, ja, das war der Startschuss eigentlich, kann ich mal sagen. Techno entwickelt sich vom Underground zum Mainstream-Sound. Das Motto im Omen und anderen In-Clubs lautet Strictly Techno. Inzwischen beginnen auch die DJs Sounds zu produzieren. Die entsprechende Infrastruktur wächst rasch. Das war irgendwie richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Musik. Und es hat gepasst. Das war so, als ob die Leute darauf gewartet hätten, dass was Neues kommt. Und es ist passiert. Und es hat bestimmt auch was damit zu tun gehabt, dass auch so viele Sachen dann hier aus Deutschland kamen. Auch so, sag ich mal, auch die DJs und auch, sag ich mal, die Produzenten, die damals angefangen haben, auch mal in so eine Richtung zu produzieren, auch viel mehr Selbstvertrauen hatten, so ein eigenes Ding gefunden zu haben, auch so eine Identität. Und die gab es ja in Deutschland lange nicht mehr nach der deutschen Welle, sag ich mal. Flieg nach Hawaii, wir sind auch dabei. Ja, und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum das auf einmal so explodiert ist. Ja. Und die Nachfrage war auf einmal wahnsinnig. Ich kann mich an erinnern, wo die Love Parade dann losgegangen ist. Das war ja, na gut, bei der ersten Love Parade, die war 89, war ich gar nicht dabei. Ich glaube, da waren 150 Leute. Und es hat sich ja dann irgendwie gesteigert zu 1500. Dann gab es dann irgendwie 4.000, 5.000 und so weiter. Und das hat dann eigentlich gezeigt hier in Deutschland, was hier gerade los ist. Wenn zu einer Veranstaltung über 1 Million Menschen kommen, dann spricht das doch eigentlich für sich. Ja, da braucht man keine großen Headlines und irgendwie Sachen zu füllen mit Worten. Ich bin der Meinung, dass ich habe, was ich die letzten, sag ich mal, 15 Jahre erlebt habe mit der Musik, so friedlich und so peaceful und so auch freundlich und Kontakte, die ich gemacht habe, das hat alles was mit der Musik zu tun. Und das spricht doch für sich. Bald gilt auch für DJs das Star-Prinzip. Die Gagen für einen einzigen Abend steigen in die Tausende D-Mark. Auch Gastauftritte der Kult-DJs tragen zum Techno-Boom bei. Bei mir hat es angefangen 89, 90, wo auf einmal Anrufe kamen, Sven, hättest nicht mehr Lust bei uns zu spielen und. Das waren, das war also wirklich was ganz Neues auch dann, dass die DJs auf einmal eingeladen wurden, ne, in andere Städte, in andere Clubs. Das war also für uns, also für mich persönlich war das was ganz Neues. Und na gut, ich habe das schon, wie du gesagt hast, auch, ich kannte es zu reisen, und aber jetzt nicht mit meinen Plattenkoffern. Muss mich erstmal dran gewöhnen, die sind nämlich ganz schön schwer.
Platten auflegen wird zum Beruf, der kostet, aber auch gut bezahlt wird. Labels und Plattenläden schießen wie Pilze aus dem Boden. Im Frankfurter Delirium versorgt sich Sven Fett bis heute mit neuestem Stoff. Aber mit dem neuen, zum größten Teil sehr jungen Publikum verändert sich auch die Clubkultur. Also damals kenne ich das ja von früher mit den Türstehern in den Diskotheken und so, du kommst mit Tonschuhen nicht rein und so. Und das hat dann auf einmal, das war dann auf einmal nicht mehr existent, das gab's nicht mehr. Also Leute kamen rein aus allen Klassen und haben zusammen Spaß gehabt, haben zusammen gefeiert, zusammen getanzt. Das war wie ein Ritual, das ist heute noch. Und ja, das hat irgendwie, ja, Techno, also egal wo ich jetzt gespielt habe, ob ich in Japan, Australien, in Israel, in Norwegen, egal wo ich spiele, ohne viele Worte, entsteht immer wieder die gleiche Stimmung und die Musik spricht für sich. Und ja, das ist also so eine Art, ja, Lebensgefühl. Rund. Ja, ich meine, bei mir hat es ja dann auch gleich angefangen mit dem Label 1990 mit IQ und natürlich auch durch die Platten hat das natürlich noch, sag ich mal, haben das noch mehr Leute mitbekommen. Ja, und dann seit dem Zeitpunkt bin ich eigentlich nur noch am Reisen gewesen. IQ ist das erste Label, das Sven Fett gründet. Er verlagert seine DJ-Sets in Richtung hypnotischen, monotonen House-Sound. Auf IQ produziert er nicht nur eigene Soundkreationen, sondern auch viele Acts aus dem Frankfurter Raum. IQ war eigentlich, sag ich mal, mehr offen, ja, mehr breiter, das Spektrum ein bisschen breiter gelassen, ja, musikalisch, also da konnten auch andere Sachen drauf passieren. Aber da ich so viel Techno-Sachen bekommen habe, also Tapes, habe ich mir gedacht, das brauche eigentlich noch ein richtiges Techno-Label und habe dann noch Hardhouse dazu gegründet. Das war dann auch so mehr oder weniger mein Baby, um das ich mich dann gekümmert habe. Ja, und dann sind die Tapes irgendwie reingeflogen und das war für mich irgendwie auch so Künstlern auch einfach eine Stage zu bieten, weißt du, wo sie sich austoben können musikalisch. Und das war eigentlich auch so, das war so die Philosophie, auch der Hintergedanke an dem Labels. Zu Hardhouse, seinem zweiten Label, gesellt sich schließlich noch ein drittes. Dann kam auch noch Recycle or Die dazu, ja, das, sag ich mal, das mehr in die Ambient-Richtung gegangen ist. Und so hatten wir irgendwie hatten wir Ambient, Strictly Techno auf Hardhouse und, sag ich mal, noch ein kommerzielleres IQ. Unwahrscheinlich viel abgedeckt, sag ich mal. Plattform für die Eigenproduktionen ist und bleibt das Omen. Dort wird die Clubtauglichkeit der Frankfurter Trance und Techno-Acts getestet. Und dort werden auch die Kontakte gepflegt. Der ganze IQ und Hardhouse-Sound, das ist alles aus dem Omen rausgekommen. Irgendwie ist alles da entstanden. Und es ist ein tolles Gefühl, irgendwie so ein Laden. Irgendwie heute noch, jetzt nach 9 Jahren, ich bin ja schon in dem Parkhaus in der Ecke, bin ich ja schon jetzt, ich habe damals war ja das Vogue da war ich ja auch schon in dieser Ecke drin, irgendwie, ich verbringe da schon meine letzten 15 Jahre da irgendwie in der Ecke vom Parkhaus und da ging einiges raus, ja. Und ja, wir hatten also, ich glaube, das war damals auch einmalig in Deutschland, das Omen. Thank you.
natürlich für die Leute eine Art von Tempel. Ne? Da müssen wir hin und da wird gefeiert, da wird... Das war damals so einmalig, die Leute sind in den Laden reingelaufen, was ist denn hier los? Ja. Die Leute an der Wand gestanden, auf den Podesten, überall durchgedreht und auf Techno getanzt. Ja. Trotz wiederholter Schließungsgerüchte hält sich das Omen bis heute und blickt bereits seinem 10. Jahr als Techno-Tempel entgegen. Die Leute haben sich zwar von Generation zu Generation immer wieder gewechselt und geändert, aber der Vibe, sag ich mal, ist immer noch der gleiche da drin. Also totale Ekstase und ja, es ist ein Tanztempel. Und auch noch heute ist es so, dass wenn ich freitags spiele, ich immer noch nervös davor bin irgendwie und immer noch jetzt die ganze Nacht vor mir und es kann auch sehr heiß werden im Oben. Und es gab Sommer irgendwie, da habe ich mit Sauerstoffflasche gearbeitet. Konntest du kein Feuerzeug mehr anmachen in dem Laden. Inzwischen zählt Sven Fett zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Diesen Kultstatus hat er aber nicht nur durch seine vielseitigen Aktivitäten erreicht, sondern vor allem durch Nähe zum Publikum. Ich kommuniziere mit meinem Publikum. Albe auch mal mit denen rum. Und also für mich ist er mit das Wichtigste, dass ich irgendwie mein Publikum anschauen kann, sie mich anschauen können und dass man zusammen irgendwie sich gegenseitig hochschaukelt und auf eine Reise geht. Gibt es so einen Moment, wo du weißt, irgendwie als DJ, wenn du spielst, jetzt geht alles. Weißt du so, und das, dann weißt du, jetzt hast du sie alle, jetzt geht alles. Mach, was du willst jetzt. Ja. Und ich meine, den Punkt zu erreichen, irgendwie, und dann weißt du, dass du ein guter DJ bist. Nach so vielen Jahren im Geschäft und trotz zahlreicher Höhenflüge hat Sven Fett weder den Boden unter den Füßen noch die Lust auf neue musikalische Ekstasen verloren. Noch immer treibt ihn die Neugier. Leidenschaft, Liebe, Wahn. Und ja, ich meine, gut, ich sitze mit dem Auflegen. Ich bin wirklich noch sehr viel unterwegs, aber mit diesen After Hours oder so zum Beispiel, das spiele ich eigentlich kaum noch. Ja, ich habe mich ein bisschen, sag ich mal, was das angeht, da ein bisschen rar gemacht und muss mir meine Energie jetzt schon ganz gut einteilen. Mir macht es immer noch Spaß, 10 Stunden oder 12 Stunden oder 13 Stunden aufzulegen. Aber das zwei Tage hintereinander, das ist schon, sage ich mal, das geht schon an die Substanz. Ja. Deswegen habe ich das auch vom Auflegen her, sage ich mal, spiele ich nicht mehr so lange. Spiele ich jetzt 6-8 Stunden Sets. Es kommt schon immer vor, dass ich auch mal 12 Stunden spiele, jetzt wie auf der Love Parade oder in der Schweiz, wo ich gespielt habe, auf der Vision. Das sind dann aber Special Events. Ja. Aber es treibt mich, was soll ich da sagen? Es gibt jede Woche neue Platten. Das ist ja mein Werkzeug. Es ist jede Woche gibt es eine neue Abfahrt mit neuen guten Platten. Und es gibt immer wieder Clubs, in denen ich noch nicht gespielt habe. Ich
ich habe jetzt gerade vor kurzem in Singapur gespielt, da habe ich zum Beispiel auch noch nie aufgelegt und es war auch wieder ein totales Erlebnis. Und ja, das macht halt einfach Spaß, ja, und es gibt auch Kraft. Ja. Wenn man was macht aus Überzeugung und was vom Herzen rauskommt, und es gibt dir Kraft. In seinen Eigenkreationen finden sich alle Sorten von Einflüssen. Obwohl er von der Presse sogar als Deutschlands größter Popstar betitelt wurde, versucht Sven Väth, musikalisch immer jenseits kommerzieller Regeln und Grenzen zu denken. Seine 1992 und 94 erschienenen Soloalben An Accident in Paradise und The Harlequin, The Robot and the Ballet Dancer weisen ihn als vielschichtigen Musiker aus. Ich habe mich immer auch für jede Art von Musik interessiert, von Klassik bis Jazz und Dub. Und also mich hat damals in der so in Industrial-Zeit hat mich so Ministry und so die Adrian Sherwood Productions auf On New Sound und auch damals von Front 242 bis Split Second, was damals, ich sag mal, das war alles so 87, das hat mich irgendwie unwahrscheinlich getrieben, die Musik, weil die so viel Kraft und Power hatte. The sword in my soul, the mark in my heart, her acid rain. Ebenso wie für viele andere Technostars steht am Anfang der Elektronik-Ära auch für Sven Väth vor allem ein Name. Dass die Detroiter und die ganzen Chicago-House-Produzenten und Techno-Produzenten, dass die bis heute noch sagen, dass Kraftwerk eigentlich die meisten beeinflusst hat, da kann ich nur zustimmen. Das war bei mir eigentlich auch so gewesen, dass ich gesagt habe, also wo ich den Sound das erste Mal im großen Club gehört habe, und dann Gräbe bin ich ausgeflippt. Was ist denn das? Und das hat uns damals alle gekickt, ja. Ich habe auch früher sehr viel Peter Gabriel gehört und auch Cocteau Twins und war schon immer ein großer Fan von Brian Eno. Alle Produktionen, angefangen von Roxy Music über U2 bis David Bowie und seine Ambient-Sachen, seine Ambient-Works. Charlie Roger in a pickup has a packet on the horse. See the docker with a bucket, just a ticket in a ticket. Und dann auf der anderen Seite war dann die House-Musik. Und die mich auch irgendwie so gepackt hat. Wo ich dann gesagt habe, das ist eigentlich so die beiden, das sind so ganz interessante, ja, das müsste man mehr zusammenbringen. Und so ist für mich auch so ein bisschen dieses Techno-House entstanden. Das ist Jam, Love and Hate. Love, also ich liebe meine Freundin, ich liebe Musik und ich liebe gut Essen. Hate, ich hasse Ignoranz, ich hasse Habgier und ich hasse mich selbst manchmal morgens früh, wenn ich aufstehen muss. Oh. Als Sven Väth 1992 auf Ralf Hilgenbeutel trifft, entschließt er sich zusammen mit ihm zur Produktion seines ersten Soloalbums. Inspirieren lässt er sich zu An Accident in Paradise auf einer Indienreise. Nach dem Buch Siddhartha von Hermann Hesse hat es mich irgendwie nach Indien geschlagen und da wollte ich irgendwas wissen.
können was rausfinden von mir und auch von Indien. Und ja, bin ich beim ersten Mal in Goa gelandet, direkt am richtigen Platz, Techno an jeder Ecke. Das war natürlich nicht so Indien, das war halt Goa. Dann von Goa, quasi Goa so als Base gehabt, ja, und viele Trips gemacht, bis nach Nepal und Rajasthan und ganz runter in den Süden, bis nach Kerala. Kann ich also wirklich jedem empfehlen, ist ein tolles Land, Indien. Also ist für mich somit das größte Museum, das man durchreisen kann. Das hat mich unwahrscheinlich inspiriert. Alles Kultur, die Farben, die Geschmäcker, die Menschen. Ja, dass ich immer was mit nach Hause gebracht habe. In meinem Herzen, auf Tape. Kassetten sammelt Sven Väth in Indien seine akustischen Eindrücke. Ja, dann bin ich zurückgekommen ins Studio, hab das Zeug den Ralf vorgespielt und hab gesagt, hier, lass uns was machen. Wir tolle Samples und ja, dann haben wir angefangen zu produzieren. Und ja, da war für mich eigentlich der Schritt klar. Ich gesagt habe, du, da steckt jetzt so viel von mir drin, irgendwie ist auch die Vision, dass ich gesagt habe, hier, das ist ein Sven Väth-Album eigentlich. Und das war quasi der Startschuss. Zwei Jahre später, ebenfalls mit Ralf Hildenbeutel, den er als seinen geistigen Lautsprecher bezeichnet, entsteht das zweite Konzeptalbum. The Harlequin, The Robot and The Ballet Dancer. Auch dabei zieht sich durch das gesamte Album ein thematischer roter Faden. Ja, die drei Charaktere irgendwie auf den Punkt zu bringen, musikalisch. Und das war das Konzept. Und den Harlequin auf seine Art und Weise verspielt, ironisch. Den Robot, Maschine, Beat, immer Ausdauer, immer am Start und halt Tanz. In puncto Videoclips scheut Sven Väth weder Kosten noch Tricks, um der Musik die adäquate Verpackung zu liefern. Dabei setzen seine Visionen neue Trends. Klar, Esperanza, denke ich mir, das war auch ein Volltreffer, kann ich mal sagen, wie du schon gesagt hast. Also es wurde danach doch oft kopiert. Das war ja auf den Bahamas, haben wir das ja gedreht, mit den Delfinen, mit 8 Delfinen unter Wasser. Und es war auch ein wahnsinnig schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, und die anderen Videos, die danach kamen, waren ja dann total animierte Videos, 3D-Videos. Jetzt
gesagt habe, jetzt ist eigentlich, was die Animationen angeht, das hat mir so ein bisschen das abgegrast, würde ich mal sagen. Also es ist dann auch irgendwie, sag ich mal, kommt dann irgendwann zum Stillstand. Da sind wieder jetzt wieder mehr Menschen gefragt, sag ich mal. Der Typ ist wieder mehr gefragt. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gemacht haben mit dem neuen Video, dass ich mich auch wieder ein bisschen so in Szene gesetzt habe. Das neue Album von Sven Feth, Fusion, im letzten Teil von Jam. Nach seinem letzten vor 4 Jahren erschienenen Soloalbum kommt demnächst der dritte Sven Feth Longplayer in die Plattenläden. In der Zwischenzeit war der begnadete DJ aber auch nicht gerade untätig. Vor einem Jahr trennte er sich von seinen Labeln IQ und Hardhouse und setzte unter dem Motto Neuorientierung wieder einmal zum Karrieresprung an. Naja, ich habe mich auch, sagen wir mal, anderweitig noch ein bisschen orientiert, sprich in Richtung Filmmusik. Da ist Steffen Pritzke, Stevie Bissett. Wir haben zusammen für den Kalten Finger den Soundtrack geschrieben. Und das war auch eine ganz interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und das haben wir mal so ein bisschen ausgelotet, die Richtung zu gehen. Ich habe seitdem auch schon wieder neue Angebote bekommen. Ja, da war jetzt noch nicht der richtige Film dabei. Also ich suche mir das dann auch schon selber aus. Und habe noch ein anderes Projekt gemacht mit dem Steffen Pritzke. Das hieß Astral Pilot. Das haben wir auf Hardhouse rausgebracht. Das war auch mehr club-orientiertes Album. Ja, das war das. Und verschiedene Remix-Arbeiten noch. Unter anderem N. Clark war da. Und für Electrolux ein Track. Was war das jetzt noch? Fällt mir jetzt im Augenblick nicht ein. Doch, Strobe Light Network. Und ja, das war das, was ich gemacht habe im Studio so die letzten 3 Jahre. Die erste Singleauskoppelung des neuen Soloalbums überrascht durch krassen Stilmix. Der Titel Fusion dürfte demnach Programm sein. Dieser Song Fusion hat so einen gewissen Spielwitz, sage ich mal. Und auch, es ist auch eine Mischung aus Big Beat, Elektro, Trip-Hop, Swing, Jazz. So bunt der Mix und so heiter die Töne, die in Fusion angeschlagen werden, so geriet auch der Videoclip, gedreht im Londoner Richmond Theatre. Ja, da kam mir die Idee, das muss ich eigentlich irgendwie mit dem Orchester umsetzen, also mit einer Big Band, ja, so im 70s-Style, sprich James Last angehaucht. Eben erscheint die Singleauskoppelung, das gleichnamige Album erst Anfang März. Zu erwarten ist wieder einmal viel Verschiedenes im Sven Fetschen Zuschnitt. Das Album heißt Fusion. Ich glaube, es ist eine gute Mischung geworden aus verschiedenen Musikstilen, die mich die letzten 10 Jahre auch geprägt haben, was ich auch selbst alles gespielt habe. Und ich meine, ich bin ja jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Ich lege unwahrscheinlich viel auf, immer noch. Und so passieren halt ständig neue Sachen, neue Impulse. Man hört viel mehr den DJ raus aus dem Album als die letzten beiden Alben. Die waren ja auch eher Konzeptalben gewesen. Und das Album ist auf jeden Fall, sag ich mal, viel clubtauglicher und viel mehr DJ-Food dabei als die letzten beiden.
Wie schon bei den letzten beiden Alben arbeitete Sven Väth auch bei Fusion gemeinsam mit Ralf Hildenbeutel an den Tracks. Die Arbeitsteilung verläuft nach einem bewährten Prinzip. Im Studio sieht es so aus, dass der Ralle, ich sag Ralle, der Ralle ist der Master of the Machines und auch vom Programmieren. Wenn wir zusammenarbeiten, sieht es so aus, dass wir im Studio sitzen und erstmal gegenseitig irgendwie die Ideen zuschmeißen. Und dann geht's los und der Ralle ist unwahrscheinlich schnell an Instrumenten und am Programmieren. Also er sitzt quasi da und setzt es gleich um. Und wenn mir dann irgendwas nicht gefällt oder was besonders gut gefällt, dann melde ich mich und dann greife ich mit ein und so arbeiten wir die Sachen aus. Das erste Mal. Die erste Platte. Das war eine Single. Das war eine Barry White von meinen Eltern. Die erste Droge. Diese erste Droge war Zucker, Bonbons, Süßigkeiten. Das erste Geld. Zeitungsaustragen. Ja. In der Schulzeit. Der erste Sex. Der erste Sex war auf der Parkbank in einer Jugendherberge bei Darmstadt. Ich habe gehört, du hast keinen Führerschein. Nee, noch nie gemacht. Wieso nicht? Ach, weißt du, ich trinke halt ganz gerne mal ein und ich kenne mich selbst und ich wüsste, also wenn ich nachts irgendwie aus dem Club oder morgens aus dem Club stolpern würde und hätte einen Schlüssel in der Tasche, ich glaube, ich würde fahren. Und so habe ich gesagt, besser führe mich nicht in Versuchung. Ich habe schon gehört, dass du so zu manchen Gig mit dem Taxi von Frankfurt nach München gefahren bist. Also ist schon mal vorgekommen, sage ich mal, dass ich mal nach einer After-Hour irgendwie von München nach Frankfurt gefahren mit dem Taxi, weil ich einfach nach Hause wollte. Und hab dann die ganze Fahrt geschlafen. Und irgendwie hatte ich dann, weiß nicht wie viel, hunderte von Mark auf der Uhr. Ja, das ist schon passiert. Ich bin auch schon irgendwie mit Privatjets irgendwie zum Gig geflogen. Letztes Silvester von Frankfurt nach London, um 1,5 Stunden zu spielen und wieder zurückgeflogen, weil ich im Oben noch spielen musste. Passiert, ja, kommt vor. Den Lebensstil eines DJs, zumindest wenn man ihn so lebt, und du lebst ihn, glaube ich, nach all den Jahren immer noch, da ticken, glaube ich, Uhren anders. Mhm. Wie ist das bei dir? Ja, du weißt ja, wir haben ja heute etwas später angefangen. Und ich schlafe eigentlich ganz gern aus. Das heißt, ich bin halt ein Nachtmensch. Also ich, auch unter der Woche gehe ich nicht vor 3 ins Bett. So schlafe ich meist bis mittags um 12, 1. Und dann werde ich wach und dann bewege ich mich meistens hierher in die Office, gucke, was hier ist. Gibt es immer was zu tun, wir haben ja eine Agentur, Booking-Agentur. Und dann höre ich meine Platten, dann gehe ich meistens nochmal ins Delirium oder so, sage den Jungs da Hallo, kümmere mich auch schon wieder quasi um neue Platten. Ja, so läuft es. Ja. Und ja, Wochenenden unterwegs. Ja, und wie funktioniert es so im Privatleben mit Freunden oder mit Freundinnen? Ich meine, muss sie den Lebensstil mitmachen? Was heißt, sie muss gar nichts. Ja. Sie hat sich natürlich schon mein Lebensstil angepasst, sage ich mal. Ne? Aber es klappt eigentlich ganz gut. Ich meine, okay, manchmal sehen wir uns vielleicht nicht so oft, ja, obwohl wir auch zusammen leben. Weil ich halt am Wochenende immer unterwegs bin oder oft mal auf Tournee bin. Aber ich kann sagen, ich habe es geschafft irgendwie, das irgendwie mit, sag ich mal, mit Freundin und Privatleben irgendwie, dass das irgendwie funktioniert. Das ist mir gelungen, kann ich sagen. Gut, ich nehme natürlich auch jedes Jahr immer mal so einen Break. Ich mache jedes Jahr so 1 bis 2 Monate Pause, wo ich dann meistens abhaue. Und da ist dann meine Freundin natürlich mit dabei. Und das brauchen wir dann auch. Ja, mal so ganz abschalten. Wie kann man sich trotzdem ansonsten Sven Väth privat vorstellen? Bist du ein häuslicher Mensch? Oder? Also früher war ich nie häuslich. Oder
Oder hast du lauter, hast du eine Putzfrau, Haushälterin und Köche oder? Nee. Nee, das macht, also Kochen und so, das macht die Patzi und so die Hausarbeit. Ich meine, ab und zu helfe ich auch mal, wenn ich irgendwie, aber ich bin eigentlich nicht so der Häusliche, sage ich mal. Es ist eigentlich gekommen mit der Patzi eigentlich, dass ich jetzt mehr so auch mal daheim bleibe. Eigentlich bin ich immer so ein, sage ich mal so, immer unruhig, immer raus, gucken, was passiert und so ein Reisender eigentlich, ständig immer irgendwie unterwegs. Ja. Naja, ab und zu ja, schwimmen wir mal oder wir joggen mal oder wir machen mal Sauna und chillen ein bisschen. Ja. Aber mich interessiert das Reisen nach wie vor unwahrscheinlich und was ein Glück, der Patzi auch, also ihr gefällt es auch total. Und so sind wir auch gerne unterwegs. Ja. Könnte das überhaupt mal funktionieren, wenn du nie vor 12 aufstehst, dass du. Man muss ja vielleicht mal die Kinder mit in die Schule bringen. Das könnte mal passieren, ja. Aber daran denke ich jetzt noch nicht. Yeah!